3, 2, 1. Let's go, Digga. Komm schon, Baby. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist der beste Skin ever! Oh mein Gott! Mit dem Creator-Code Get On My Level könnt ihr immer noch Onkel Monte kostenfrei auf OG-Basis, auf Kuss-Kuss-Basis supporten. Den Code gibt's nämlich immer noch. Ja komm, lass den Shifty runter, Digga. Wenn schon, denn schon. War klar. In Ehren, Bruder Shifty. So, let's go. Ah, schon geil, wie das Spiel die Leute wieder vereint, so, ne? Du hast ja eben auch gesagt, du hast mit Leuten gespielt. Die letzten Tage, mit denen du seit Ewigkeit nicht mehr gespielt hast. Ich hoffe, dass die jetzt auch noch die anderen Maps alle durchgehen, ne? Also, ist, glaube ich, auch geplant. Chapter 5 kommt ja jetzt irgendwie schon demnächst. Ja, ich glaube Donnerstag. Ein Gegner kommt auf jeden Fall mit. Ich gehe direkt in den Untergrund hier rein. Was haben wir hier? Farmers ist jetzt nicht so geil. Also, es ist ein, zwei Teams kommen. Mhm. Ich habe einen Rift noch zur Not. Falls wir weg müssen. Bei mir ist ein Gegner. Ich habe überhaupt nichts Geiles. Oh, ich habe eine blaue Tag, beste Leben. Wo ist er? Ich hab den schon down. Hier unter mir sind irgendwo Gegner. Hier. Einen habe ich auch. Nee, ja, was für dich? Ah, ich habe einen, danke dir. Also kannst du dir auch reinziehen, wenn du möchtest. So, super. Ja, schäf dir unsere Hut, sage ich. Wie viele Frames hast du? Frames? Wie meinst du was? Du meinst FPS? Der FPS, ja. Also hast du es angestellt, dass du es siehst? Ja, ich habe jetzt gerade 140. Ja, nice. Und du? Das ist so ein Unterschied. Ich habe ja auch so ungefähr. Ich habe ja die Tage viel auf der PlayStation gespielt. Mhm. Und das ist einfach so ein krasser Unterschied. Safe. Am PC. 100. Ich habe noch einen dicken Pot für dich. Danke. Hier ist auch eine richtig gute Schrotflinte, falls du möchtest. Ja, habe ich schon. Okay, ja, ich spiele lieber mit der Tech. Ich liebe die Tech. Ja, das ist auch eine geile Noob-Waffe, Digga. Ja, ich bin auch noch nicht. Einfach den Knopf drücken und rein in der Olga. Ja. Es gibt ja die Tech, gibt's ja noch in Lila und in Legendär. Ja, in Legendär gibt's die jetzt in der Season? Ja, das ist, eigentlich gab's die nie gleichzeitig. Das ist. Sieht dann so anders aus, die Waffe ein bisschen. Ach so, ja, ich weiß, welche du meinst. Aber ja. Die heißen beide taktische Schrotflinten. Das ist halt die in Lila und Gold und das ist richtig geistkrank, wie stark die ist. Hier, ich habe noch was für dich, Carsten. Das ist, damit spielst du immer sehr, sehr gerne. Warte, komm mal her. Etwa der Thumper? Ja, hier. Digga, das ist frei. Das Ding ist frei mittlerweile echt gut, weil deine Schritte werden dann gedämpft, ne? Dann sehen die das nicht so visuell. Ist das so? Ja, deshalb sollte man den echt immer anziehen. Und der tankt halt einen Schuss, ne? Also, wir müssen alles mitnehmen, was wir kriegen, Digga. Das stimmt, ja. Das ist ein weiser Call. Und du hast mir auch mal im Privaten erzählt, dass du auch ein ganz großer Freund von Busch bist. Nee, feier ich gar nicht. Re-Rip. Das ist wirklich, da schüttelt's mich. Ich weiß nicht. Hier oben ist noch eine Spaß in Lila, falls du die möchtest. Ich weiß, die ist extrem stark, aber ich bleib bei meiner Tech. Mit der gute Erfahrung. Die Tech auf Tasche. Okay, ey. Was ich ein bisschen doof finde, ich weiß nicht, ob du schon Tilted Tower gedroppt bist. Irgendwie Tilted Tower sieht aber nicht so aus, wie es damals aussah, ne? So oben. Der Tilted Tower haben sie das Trump-Gebäude halt rausgenommen. So hieß das, glaube ich, weiß nicht ganz genau. Und dadurch ist der Charme von Tilted Tower halt irgendwie so ein bisschen weg. Ich war das Wochenende ja nicht da, ich habe jetzt nicht so viel gezockt. Ich bin ein, zwei Mal durch Tilted gelaufen. Ja, weiß nicht, wieso, was hat dir denn da gefehlt? Ja, dieses offene Dach, wo man reingedroppt ist und das Gebäude ist einfach ganz anders. Ja, das ist das Gebäude, was ich meinte. Wollen wir mal einen Sneak Peek zu Greasy Grove machen? Jo. Das meinte ich, ja. Das Gebäude haben sie rausgenommen. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht weiß es jemand von den Zuschauern und die können es in die Kommentare bei YouTube schreiben. Ich hoffe, wenn jetzt die anderen Maps noch kommen, dass sich dann Tilted auch wieder verändert, ne? Da ist ja dann irgendwann so ein Komet reingekracht und dann wurde es wieder aufgebaut und so. Hier ist ein Gegner unten, da. Aber ich würde sagen, wir schießen erstmal nicht. Scheiß drauf. Der macht auch einen recht unangenehmen Eindruck. Der ist jetzt da, bei dem Gebäude. Pushen. Willst du, können ja nicht bauen. Nee, aber warum soll ich jetzt reinlaufen? Ich sehe ihn da laufen. Er hat einen Grappler, er zieht durch. Scheiß auf ihn, Carsten.
Okay, wenn er grappelt, ist er auf jeden Fall kein Bot. Nee, so ist es nämlich. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier im Highground so ein bisschen. Hast du Minis? Oh, ich habe ein Big Pot habe ich noch. Schüsse sind hier vorne. Wollen wir da mitmachen? Ja, von hier oben können wir mal luschern. Einer ist hier am Baum, da. Das Shield cracked, hinter Baum, haut ab. Ist runtergelaufen. Hier unten, unter mir, Monte. Der ist geriftet. Eine habe ich. Ist gedownt. Ich muss Minis reinziehen. Einer ist geriftet. Und der schwebt über dir in der Luft. Ja, ich weiß. Sein Kollege ist hier runtergedroppt. Ich finishe die dumme Drecksau. Habe ich gefinished. Ich glaube, sein Kollege ist durchgezogen, oder? Ja, der ist weggeriftet. Kannst du mir einen Big Pot droppen, bitte? Hier, die Carsten. Ich hab die drei Minis gedroppt. Der hinten am Baum, der abgehauen ist, der war noch da, ne? Hast du Grappler? Nee. Hier unten liegt einer. Nee, ich will da keinen Grappler. Ich grab mich damit immer in Tod. Hier du unten kannst damit nicht. Du kannst dich damit nicht in den Tod grabbeln. Du kriegst keinen Sturzschaden. Nee? Ja, Nimm den mit, Bro. Einer ist hier noch am Baum. Einer pusht mich. Ja, ich sehe ihn. Hat einen Hit. Treff nichts. Tot. Danke dir. Aber die haben auch. Oh, das ist ein Lama, Monty, da. Oh, ein Lami! Hier unten ist noch ein Big Pot, Carsten. Ja, brauche ich. Hier. Was wollte ich sagen? Die haben auch das Aim irgendwie verschlechtert, ne? Du kannst nicht mehr so durchlasern wie früher. Aber das ist ja auch gut. Ne? Ja, tappen. Die Scar war ja wirklich. Sagen, ne? Ja, die Scar war ja wirklich ein frecher Laser. Also das mit dem Grabbler musst du schon üben, wenn du hier No Build immer spielen willst. Oh, geil, ein Lami. So, was haben wir denn hier? Nichts, nur Muni. Digga, das ist ja wohl eine Frechheit. Und dann nimm du den Busch. Hier, diese Halle ist auch so OG, Bro. Es ist so fucking OG. Jeder von uns da draußen, der Fortnite zu der Zeit gespielt hat, hat hier mindestens versucht, einmal ein Tor zu machen. 100%. Jetzt so gern den Thumper. Geil, Digga. So schön. Ja, der ist hier vor mir. Nee, das ist nur ein Einkaufswagen. Wo ist der Gegner? Links über uns, ganz oben. Hier ist ein Rift, was man nehmen... wie soll ich da rankommen, Alter? Hier ganz oben im Highground ist jemand, 100%. Aber die Frage ist... Ja, weiß ich nicht. Wollen wir mit dem Taschenmuschi hoch? Aber ja, mach, komm. Wir können uns ja erstmal einen Sneak Peeken Modus aktivieren. Unter uns. Aber ich gehe hier oben in den Highground. Einer vor mir. Ja. Der geht mit der Zipline runter. Wildlife. Wie kann ich den nicht hitten, Digga? Der ist white. Bro. Ich geh rüber, Digga, das ist mir zu doof. Ich seh nichts, weil dein Busch. Er ist hier. Und hinterher. Aber unten am Berg war auch noch einer. Wo ist der hin, die Drecksau? Ich seh ihn nicht. Ich geh wieder hier in den Highground. Hier, uns sind zwei Monte. Vor mir ist einer. Ich bin jetzt leider getrennt von dir. Er ist vor mir, er ist gedownt. Einer kommt, warte. Hier am Berg kommt einer, zu dir, über dir hin rotiert. Ja, ich muss kurz nachladen. Ich zipline hoch auf den Hill. Ja, ich seh ihn, ist ein Fischkopf. Oh Mann, ich will hier nicht hochklettern, hallo. Ich seh ihn. Ich push den jetzt von hinten gleich. Er kommt jetzt runter zu mir, er ist bei mir. Ich brauch Help. Ja, ich komme. Hab ich, die dumme Drecksau! Du fickst sie mit dem OG! Die Tech ist so fucking Liebe, Digga. Ich lieb die Tech, damit wichse ich alle weg. Die ganzen Wichser. Ich brauche unbedingt Green Life. Bist du die blaue Scar? Nee. Ja, ich brauche auch Green Life, Mann. Wollen wir nochmal hier runtergehen? Ja, ich brauche Medi oder so. Ja, auf jeden Fall. Boah, haben wir die weggeölt, Digga. Digga! Okay, ich bin wieder full. Dann gucken wir nochmal, dass wir irgendwo Green Life für dich finden. Wir müssen Richtung Zone. Oh, du hast echt wenig Green Life, Digga. Irgendwie habe ich dann doch einmal Storz-Schaden bekommen. Storz. Ja, dann lass mal in die Zone rotieren, oder was sagst du, Bro? Mhm. Sind noch 12 Leute am Leben. Ich hoffe, es kommt auch die
die Schneeseason, wo der Thumper dann, weißt schon, diesen Schneeskin drüber hat. Ja. Das war so geil, das war so Liebe. Ja, ich bin gespannt, was Fortnite da noch bringt, auf jeden Fall in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Aber probier auch mal ein bisschen mit Bauen aus, das ist gar nicht so schlimm. Ich habe mich gestern auch mit den Jungs überreden lassen und dachte, okay, das wird Katastrophe. Und ja, es gibt Leute, die bauen um ihre Mutters Ehre, aber an sich ist es eigentlich trotzdem entspannt. Also ich habe oft einfach gefightet und ganz wenig nur gebaut und es ging auch einigermaßen. Ja. Ist halt so, wie Fortnite eigentlich sein sollte, ne? Unter R, wo ist ein Gegner? Hol mir das Medikit. Unter uns ist ein Gegner. Ja, ich sehe die Steps. Ich hau mir kurz das Medi rein. Ja, ich warte kurz. Ich mache hier oben schon mal auf. Ich gehe schon mal eine Etage tiefer. Der kommt jetzt hier, glaube ich, rein gerade. Ja, der müsste hier sein. Vor mir Busch. Ja, habe ich gesehen. Krass. Warte. Oh Gott. Ich kann nichts machen. Über dir Busch. Oh Gott, oh mein Gott, Digga, er hat mich mit der Pistole weggefickt, Digga. Ja, die Pistole macht so viel Damage. Holy shit, ich weiß aber, wie viel Leben hatte ich. Hatte ich 200 Leben noch? Ja, du hattest eigentlich 200 Leben, ja. Egal, aber ich habe sein Teammate gefinisht, das ist auch das Wichtige. Ja, manchmal hat man gute Lobbys und ich finde, die Lobby war gut. Dann trifft man halt aber auch Gegner, die sehr gut sind, ne? Das ist auch vollkommen okay. Neue Runde, neues Glück. Wollen wir mal in Flash Factory runtergehen? Ja. Ich weiß, du bist ja nicht so ein Freund immer von abseits landen, lieber Hotspots eigentlich, oder? Nee, also Tilted Tower kommt man echt selten raus, das macht nicht so Spaß. Wenn man dann immer nur Lobby-Simulator spielt. Ich sag dir ehrlich, Diggi, es gibt fast keine bessere Zeit als die Anfangs-Tilted-Tower-Zeiten auch mit. Ne? Wir wissen ja beide, den neuen Red feiern wir nicht so in der Internetwelt, aber der alte Apo-Red auf Tilted-Towers mit der Apo-RED-Falle unten im Eingang, wow, das war eine legendäre geile Zeit, Mann. Dieses Pieken um die Ecke und Headshots verteilen in Tilted, Digga. Und wenn du bei Tilted, wenn du dann mal rausgesteppt bist mit bei jedem anders 4, 5, 8 Kills und du da direkt einen geilen Rundenstart hattest, Blue Life, geile Pump, geile AR. Boah, es hat einfach so unfassbar viel Spaß gemacht. Es war einfach so sinnstiftend. Es war einfach geil. Tilted Tower war ja auch so ein Hotspot, wo dann auch immer viele noch reinrotiert sind. Ja. Das war eigentlich immer Party. Ja. Und ich bin, by the way, so schlecht beim Fliegen. Ich bin hier irgendwo anders. Alles gut, hier ist niemand gelandet. Einer ist gelandet bei dem kleinen Dörfchen beim Baumhaus. Dieses eine Gebäude, wo der Stuhl ist, weißt du? Hä? Wo bist du denn? Ich sag ich, bin schlecht geflogen. Cast ist einfach in der anderen Stadt ach, Digga, weißt du was? Weißt du, also du brauchst keine Feinde, wenn du Teammates wie Cast hast. Das mit dem Fliegen ist aktuell echt noch. Soll ich dir was sagen, Digga? Das war auch damals schon so. Du bist auch damals schon geflogen, wie eine Gans ohne Flügel, Digga. Ja, ich bin immer nur Tilted Tower gedroppt. Da wusste ich genau, ja, das wo ich hin muss. Du Wichser, Digga. Was soll das? Ey, sag mal, geht's noch oder was? Auch gestern neu sie so oft zum Tanzen gebracht. Ja. Bist du dann heute Duos zocken oder auch mit den anderen Jungs? Gucken wir mal. Ich glaube, im Squad und so schon geiler. Hast du mich auch zum Tanzen bringen wollen? Fettfingert und losgelassen. Ich bin dir gefühlt einen halben Kilometer hinterhergelaufen, um dich zum Tanzen zu bringen und hab Wurstfinger aktiviert. Und hab mich selber schlafen geschickt, Digga. So ein Quatsch mit Soße, Alter. Dann haben mir mal die Jungs auch so erzählt, also Fortnite hat ja schon echt noch wilde Seasons gebracht und so Kooperationen, ne? Ja. Dragon Ball, Naruto. Also ich finde, Fortnite hat auch viel richtig gemacht, keine Frage. Aber am Ende hatte man schon das Gefühl, dass Fortnite auch mehr Wert drauf gelegt hat, Produktplatzierungen mit großen Firmen zu machen und ich finde, dadurch hat zum Teil auch die Qualität einfach gelitten des Gameplays. Und sie haben halt auch für mich persönlich zu sehr den Fokus auf Competitive gelegt und haben halt Dinge reingepatcht, die den Casual-Modus, also den normalen Modus einfach verschlechtert haben. Persönlich. Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber die haben auf jeden Fall so viel Content immer rausgehauen, wenn du das mal mit COD vergleichst. Hundertprozentig, ne? Ja, da also da. Wo geht nachher noch hin? Zu irgendeinem Termin? Ja, ich habe gleich einen Termin noch. Da muss ich auch mich so in 20 Minuten ungefähr für fertig machen. Da haben wir ein Fotoshooting Greenscreen für Gönnergy Österreich, Schweiz. Ah.
Hier ist auch ein legendärer Clip entstanden, Carsten. Bei dieser Kiste hier, warte. Oh, du Drecksau. Bei dieser Kiste bin ich hochgegangen und habe aus der Kiste, für damalige Verhältnisse, Bro, eine goldene Scarlett Bob Marley und einen Jiggy Jagger Jugo Jackson aus einer Kiste. Krank. Ja, das war, Digga, genauso habe ich auch reagiert. Das habe ich nie wieder gesehen. Den goldenen Pott findet man gefühlt öfters. Den Jiggy Jagger Jugo Jackson, meinst du? Ja, ja, aber bei Sports und so findet man den echt oft. Ja, also ich hatte vorhin in meiner Solo-Runde, hatte ich den selber nicht gefunden, aber die Gegner, die ich gekriegt habe. Ach, guck mal, hast du gerade wenn man vom Teufel springt. Ich habe nochmal 2 Taschen-Rifts. Ich habe aber nur einen Mini. Wie viel Blue Life hast du? Ich habe 4 Minis. Gib mir die Mini. Ist hier noch ein Bigness oder was? Nee. Wieso soll ich dir jetzt den Mini geben? Jetzt habe ich ja keinen Blue Life. Weil ich den Mini carry. Ja, aber ja, okay. Dann musst du mir den gleich geben. Wenn ich Blue Life brauche. Ja, natürlich. So funktioniert das ja. Mhm. Den Nostalgie-Map. Gegner vor mir Gegner. An dem Baum. 2 Öler. Der eine peakt auf mich. Ich würde sagen, lass durchziehen. Scheiß drauf. Wir sind hier im Lowground. Komm her. Die pushen. Ja, ich hier unten Rift. Ah. Ich gehe. Ja. Sind die gut? Ja. Scheiße. Ach, Digga. Oh, Digga, Mann, sind das Öler. Oh Gott. Das sind richtige Öler. Mit Grappler. Ja, das sind die Leute, auf die ich keine Lust habe in der Lobby, sag ich ehrlich. Ja, ihr seid die Besten. Alles gut, Jungs. Alles gut. Alles gut. Alles gut, ja. Oha, 4 AP, weil 4 steht für Lifestyle. Aha. Das waren richtige Öler. Gegen die hat man auch gar kein, also habe ich persönlich auch gar kein Interesse irgendwie zu fighten. Die genau solche Gegner sind uninteressant. Die werden mit Sicherheit da, ja, die sind da immer noch am Ölen. Oh Gott, fickt euch. Unter dir ist nur ein Rift. Ja, ja, ich weiß, ja. Komm rein da. Ja, heute Abend vielleicht ein bisschen Squads mit Pain und Noisy. Wirst du dich da sehen? Ja, wir müssen gucken, wie die Lobbys halt sind, Bro. Du weißt ja selber, ne? Prinzipiell, Squads ist immer sehr hektisch. Und sehr viele Menschen und sehr viel Gerede. Aber man kann es probieren, klar. Gestern. Was? Ging eigentlich gestern. Ging echt. Ich hole dir noch den Win für uns, Kappi. Also, ich glaube, viel geht hier in der Runde nicht mehr. Probieren wir es mal. Einer hat Loot Drop aufgemacht, habe ich ganz genau gehört. Bigness, bitte. Ja, ich gehe rein. Scheiß drauf. Warum heißt er eigentlich Monte Hater? Fällt mir jetzt erst ein. Auf. Ach, keine Ahnung. Ich hab das mal gemacht für Random Duos. Was willst du machen gegen 2 Leute, Digga? Ja, okay, ey. Trotzdem hat die Runde Bock gemacht. Ich werde mich jetzt auch fertig machen. Ich muss los. Spätzle mit Soße. Genau so ist es. Also, Kuss. Und wir hören uns später, Carsten. Sag wieder, jo. Schauen, reingehauen. Bis heute Abend, wieder schauen, reingehauen. Ciao.